Herzlich willkommen zum neuen Video von Kömpf24. Heute zeigen wir Ihnen die Montage eines Caribou-Gartenhauses. Es geht um das Modell Stockach. Unser Montageservice montiert deutschlandweit unsere Produkte, so auch die Gartenhäuser. Wenden Sie sich also, wenn Sie Hilfe bei der Montage benötigen, gerne an uns und wir übernehmen das für Sie. Los geht's mit der Vorbereitung. Zunächst laden unsere Monteure alle Elemente aus dem Montagefahrzeug aus und tragen sie zum Montageort. Beachten Sie, dass sogar Teile der Palette bei der Montage benötigt werden. Diese werden also mit einem Akkuschrauber gelöst und ebenfalls zum Montageort getragen. Die Bretter und Schrauben werden sortiert und schon kann es losgehen mit der Montage. Fundament. Früher stand genau an dieser Stelle ein anderes Gartenhaus, welches jedoch durch einen Baum zerstört wurde. Der gefliesste Boden des alten Hauses soll auch beim neuen Haus erhalten bleiben. Das bedeutet nun aber, dass unsere Monteure das Fundament aufwendig vorbereiten müssen, damit die neuen Hölzer exakt an die Stelle des alten Fundamentes passen. Wir empfehlen deshalb, den Gartenhausboden neu anzulegen, da dies schöner aussieht und praktikabler für die Montage ist. Die Fundamenthölzer werden auf die richtige Länge zugesägt. An der langen Seite werden die Fundamenthölzer miteinander verbunden. Dieser Schritt könnte bei Ihrem Gartenhaus jedoch abweichen, je nachdem, welche Maße Sie für Ihr Haus gewählt haben. Die einzelnen Fundamenthölzer werden nun miteinander verschraubt. Bitte beachten Sie, dass Sie während der gesamten Montage stets alle Löcher vorbohren, um Risse im Holz zu vermeiden. An allen Ecken werden jeweils zwei Schrauben genutzt, um die Latten aneinander zu befestigen. Als Feuchtigkeitsbarriere nutzen wir Gummigranulatpads. So liegt das Holz nicht direkt auf dem Boden auf und sammelt so keine Feuchtigkeit an. Platzieren Sie die Gummigranulatpads in regelmäßigen Abständen. Mit diesen Gummigranulatpads können Sie auch geringe Höhenunterschiede ausgleichen. Es ist schließlich wichtig, dass das Fundament im Wasser steht. In unserem Fall ist der Höhenunterschied jedoch so groß, dass wir ein Restholz der Fundamenthölzer benutzen, da der Höhenunterschied nicht mehr nur mit den Gummigranulatpads ausgeglichen werden konnte. Eckpfosten setzen. Sind alle Fundamentrahmenhölzer miteinander verschraubt und im Wasser, können Sie die Eckpfosten setzen. Wir gehen hier wie folgt vor. Wir befestigen an der Unter- und Oberseite der Eckpfosten jeweils eine Blockbohle. So ergibt sich ein stabiler Rahmen, der den richtigen Abstand zwischen den beiden Pfeilern gewährleistet. Wiederholen Sie diesen Schritt auch für die gegenüberliegende Seite. Schließlich werden die beiden Rahmenkonstruktionen auf dieselbe Weise miteinander verschraubt. Da der Zugang zu den Fundamenthölzern jetzt noch besonders gut ist, bereiten wir jetzt die Stellen der späteren Bodenanker vor.
Ist der Hausrahmen komplett und mit Blockbohlen verbunden, folgt ein weiterer hilfreicher Trick, der Ihnen gegebenenfalls auch bei Ihrer Montage helfen kann. Unsere Monteure befestigen an jedem Eckpfeiler jeweils zwei Latten, die aus Holzresten gewonnen wurden. Diese Latten werden am Eckpfeiler und an den beiden anliegenden Bodenrahmenhölzern befestigt. Die Latten werden später wieder entfernt, helfen aber nun bei der Montage der Blockbohlen. Achten Sie darauf, dass die Eckpfeiler im Wasser sind, bevor Sie sie durch die Hilfslatten fixieren. Achten Sie außerdem darauf, dass die diagonalen Abstände zwischen den Eckpfeilern gleich groß sind. Nun können Sie die Eckpfosten mit den Fundamenthölzern verschrauben. Wände montieren. Nun werden die vier Seiten des Gartenhauses mit den Blockbohlen hochgezogen. Bohren Sie zunächst alle Hölzer vor. Wir nutzen hierzu Böcke, auf die die Latten gelegt werden. Zur Vorbereitung legen wir die Blockbohlen neben die vier Seiten des Hauses, um später alles parat zu haben. Die kleinen Blockbohlenelemente sind für die Hausvorderseite. Es handelt sich hier um die linke und die rechte Seite der Tür. Kommen wir zur ersten Wand. Die vorgebohrten Löcher ermöglichen es, schnell und einfach Blockbohle für Blockbohle zu montieren. Vergewissern Sie sich jedes Mal, dass die Blockbohle gut sitzt und nehmen Sie hierzu, wenn nötig, einen Gummihammer zur Hand. So wird Blockbohle für Blockbohle gesetzt. Die obere Latte, die wir aus Stabilitätsgründen montiert haben, wird nun abgeschraubt und das obere, schräge Lattenelement wird montiert. An der unteren Seite der Schräge dreht unser Monteur zur Sicherheit noch eine Schraube rein, um das Element sicher mit den darunterliegenden Blockbohlen zu verbinden. Die gezeigten Schritte wiederholen Sie nun auch an der Rückwand und gegenüberliegenden Seite. Die Vorderseite des Gartenhauses montieren wir erst, wenn diese drei Seiten montiert wurden. Auch hier sehen Sie nochmals, dass die obere Latte entfernt wird und einfach runtergeschoben wird. Darüber wird dann das schräge Element montiert. Nun kommen wir zur Vorderseite des Gartenhauses.
Je ein Monteur zieht auf jeder Seite die kleinen Holzblockbohlen hoch. Wichtig ist, dass der Abstand der Türöffnung immer passt. Ganz oben werden auch auf der Frontseite des Gartenhauses zwei durchgehende Blockbohlen montiert. Sie werden auf die linke und rechte Seite aufgelegt und dort verschraubt. Latten und Balken zur Stabilität. Nun werden verschiedene Latten und Pfosten montiert, um dem bisherigen Konstrukt eine gewisse Festigkeit und Stabilität zu verleihen. In der Mitte der linken, rechten und der Rückwand wird ein Pfosten mit allen Blockbohlen verschraubt. Auch vorne an der Türöffnung werden auf beiden Seiten Latten montiert. Alle Latten werden mit einer Stichsäge so gekürzt, dass später die Dachbretter perfekt aufliegen können. Schmögeln Sie die Kanten gerne noch ab für den letzten Feinschliff. Dann werden die beiden Dachträger montiert. Am besten hält eine Person den Träger fest, während die zweite Person die vier Schrauben mit der Außenwand verschraubt. Blenden anbringen. Nun werden diverse Blenden montiert. Zunächst montieren wir die Blenden für die vier Ecken des Gartenhauses. Hier ist es besonders wichtig, dass die Löcher alle vorgebohrt werden, da es nun um das äußere Erscheinungsbild des Hauses geht. Wir achten hier zudem darauf, dass sich die Löcher alle auf derselben Höhe befinden. An der Türöffnung werden links und rechts zwei Latten befestigt. Und auch an der Oberseite wird eine Latte montiert, damit später die Tür den perfekten Halt hat und über den Umweg dieser Latten mit den Blockbohlenwänden verschraubt werden kann. Währenddessen montiert unser zweiter Monteur auch an der Hausrückseite die Eckblenden. Und auch um die Türöffnung herum werden Blenden angebracht. Ebenso wie die Latten im vorigen Kapitel abgesägt wurden, werden nun auch die Blenden überall abgekappt, damit das Dach perfekt aufliegen kann. Dachmontage. Nun werden die Dachbretter montiert. Überprüfen Sie vorne und seitlich den Abstand zur Gartenhauswand. Dieser sollte gleichmäßig sein. Wir markieren nun, wo sich unter dem Dach die Blockbohlenelemente befinden. Hier wird ein Strich gezogen und das Dachbrett kann nun mit der Wand verschraubt werden.
In der Dachmitte werden zudem Schrauben an den Stellen der Dachträger eingedreht. Beim hinteren Dachträger werden die Dachelemente von vorne und von hinten aufgelegt und verschraubt. Langsam schließt sich das Dach und das Gartenhaus nimmt Form an. Von unten werden links, rechts und vorne Latten montiert, da hier als nächstes noch weitere Blenden montiert werden, die für einen schönen Abschluss sorgen. Nun begeben wir uns aber an die Rückseite des Hauses, wo wir als nächstes die Dachrinne und das Ablaufblech montieren, bevor das Dach mit der Bitumendachbahn gedeckt werden kann. Zunächst decken wir die Dachrinne aus und markieren in gleichmäßigen Abständen, wo sich die Aufhängungen der Dachrinne befinden sollen. Der Abschluss der Dachrinne wird auf beiden Seiten mit dem mitgelieferten Kleber versiegelt. Je nach Breite Ihres Gartenhauses müssen Sie zwei Dachrinnenelemente miteinander verbinden, beziehungsweise eines davon sogar zusägen, dass es von der Länge her gut passt. Beachten Sie, dass die Dachrinne ein leichtes Gefälle hin zum Abflussrohr benötigt. Durch leichtes Verbiegen der Aufhängungen wird dies gewährleistet. Nun wird die Dachrinne in die Aufhängungen geklipst. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls einen Schraubenzieher hinzu. Dann werden die Ablaufbleche angebracht. Die Dachbahn wird zwar später darauf verklebt, aber das Blech sorgt dafür, dass kein Wasser an der Gartenhausrückwand herunterläuft und dass das Regenwasser sauber in die Dachrinne abfließen kann. An der Außenseite verbiegt unser Monteur das Blech, sodass es perfekt in die Dachrinne führt. Das Blech wird an mehreren Stellen festgenagelt. Dann wird die Ablaufrinne montiert.
Je nachdem, wo sich der Abfluss befindet, müssen Sie ein Rohrstück zusägen, was mit Hilfe von zwei Eckstücken die beiden Rohre verbindet. Das zugesägte Stück passt perfekt dazwischen, weshalb nun das Rohr an die Gartenhauswand montiert werden kann. Wenn Sie möchten, können Sie die Rohre zu einem Wasserfass oder zu Ihrer Zisterne leiten. Nun bohrt unser Monteur zahlreiche Löcher in die Dachrinne. Wenn die Löcher nah genug beieinander liegen, lässt sich das Plastik gut mit einem Cuttermesser durchschneiden. Schließlich können die Ränder abgeschliffen werden und der Laubfang kann eingesetzt werden. Nun kommen wir zur Bitumendachbahn. Beachten Sie eine optimale Montagetemperatur von 5 bis 25 Grad. Darüber oder darunter ist die Montage erschwert, da der Kleber nicht optimal greift oder zu flüssig wird. Beginnen Sie in einer der unteren Ecken des Gartenhauses und ziehen Sie die Folie, wie hier im Video zu sehen, von der Dachbahn ab. Die Klebefläche wird Stück für Stück auf das Dach geklebt. Sorgen Sie dafür, dass keine Luftblasen entstehen und dass die Folie möglichst bis in die Kanten gelangt. Hier sehen Sie nochmals etwas besser, wie die Folie von der Dachbahn Stück für Stück abgezogen wird. Mit einem Cuttermesser wird die Dachbahn so abgeschnitten, dass sie an der Oberseite der Abblendleiste schön abschließt. Kleben Sie die Folie auch am Dachabschluss unten gut fest, damit das Wasser später gut in die Regenrinne ablaufen kann. Die weiteren, weiter oben liegenden Dachbahnen sollten Sie überlappend auf die unteren kleben, damit das Wasser gut abfließen kann. Wie an den Seiten wird auch an der Vorderseite des Gartenhauses die Dachbahn so abgeschnitten, dass sie oben und auf der Seitenleiste bündig abschließt. Schließlich kommen wir zur Montage der Dachbleche. Diese sorgen dafür, dass wirklich alle Holzelemente auf dem Dach optimal gegen Regenwasser geschützt sind. Diese Bleche werden mit Spenglerschrauben montiert, da die Bleche absolut dicht sein müssen. Achten Sie also beim Eindrehen darauf, dass die Dichtscheibe gut sitzt und festgedreht ist. Mit einer Blechschere schneidet unser Monteur die Bleche so zu, dass sie auch an den Ecken optimal gegen die Witterung schützen. Türmontage. Nun wird die Tür montiert. Drehen Sie zunächst die Türbänder in die Türen. Achten Sie darauf, dass alle Türbänder in etwa den gleichen Abstand zur Tür haben.
Um die Tür zu montieren, legt sich unser Monteur hier Restholz unter die Tür, um diese in der richtigen Höhe darauf zu platzieren. Wenn dann bereits die ungefähre Höhe passt, lassen sich kleine Änderungen danach ohne großen Aufwand durchführen. Wir bohren hier zunächst das obere Loch des Scharniers und drehen direkt eine erste Schraube zur Sicherheit ein. Sind die oberen Türbänder auf diese Weise fixiert, fällt auch die Montage der unteren Scharniere nicht mehr schwer. Dann kommt die nächste Tür. Auch hier legt sich unser Monteur Holzreste unter die Tür. Wieder wird zunächst das obere Scharnier montiert, mit dem unteren lässt sich dann ein gleichmäßiges Spaltmaß zur anderen Tür herstellen. Dann wird die gesamte Tür noch links und rechts mit dem Gartenhaus verschraubt. Die Türleiste wird montiert und unten sowie oben werden zwei Bolzenriegel montiert, damit eine Tür geschlossen bleiben kann, wenn die andere geöffnet wird. Damit aber auch die Haupttür geschlossen werden kann, wird nun noch eine Sicherheitsüberfalle montiert. Diese lässt sich ganz einfach mit einem Vorhängeschloss verschließen oder lediglich mit einem Bolzen fixieren. Bodenverankerung. Zu guter Letzt wird das Gartenhaus mit Hilfe von großen Winkelverbindern mit dem Boden verankert. Zahlreiche Schrauben werden in die Blockbohlen geschraubt und eine große Schraube wird mit einem Dübel in den Boden gedreht. So ist das Gartenhaus vor dem nächsten Sturm gut geschützt. Und fertig ist das Gartenhaus von Caribou. Wir hoffen, das Video hat Ihnen bei der Montage geholfen. Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns und unseren Montageservice. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gartenhaus. Kempf 24. Garten, Wohnen, Leben.